Schicksale als Buchstaben und Zahlen, Namen und Todesdaten. Mehr als 5.500 Stolpersteine erinnern in Hamburg an die Opfer des Holocaust. Mit selbstgemachten Schablonen und einer Sprühdose mit Kreidefarbe gibt Nele Borchert ihnen nun ein Gesicht. Einerseits, weil ich mich das auch immer gefragt habe, wer die Menschen waren und wie die ausgesehen haben. Und ich finde, dass Gesichter auch aussagekräftiger sind als Daten und Zahlen. Natürlich haben mich die Stolpersteine dazu inspiriert und ich bin auch echt froh, dass es die gibt. Aber ich finde, Gesichter, die stechen einem noch mal mehr ins Auge. Knapp die Hälfte der 19.000 Hamburger Juden überlebt die Nazizeit nicht. Wer nicht flüchten konnte, wurde deportiert und ermordet. Für ihre Idee mit den Porträts wird die 16-jährige Schülerin am Sonntag mit dem renommierten Bertini-Preis für Zivilcourage ausgezeichnet. Vor einem Jahr hatte sie begonnen, im Internet zu den Gedenksteinen zu recherchieren und Fotos der Opfer zu suchen. Im Kunstunterricht stellte sie dann die Vorlagen für die Spraybilder her. So wie sie von den Stolpersteinen inspiriert wurde, hofft sie nun selbst, Inspiration zu sein. Ich finde es nicht schlimm, wenn mir das Leute nachmachen. Also ich fände es sogar cool, damit es einfach immer mehr, damit es mehr Aufmerksamkeit bekommt, das Thema, und dass andere Leute mir nachmachen, das würde mich sehr freuen. Auf ihrem Preis ausruhen will sich die 16-Jährige nicht. Im Gegenteil, sie hat schon weitergehende Pläne für ihr Kunstprojekt. Ich hatte noch die Idee, dass ich mit einem Projektor die Fotos von den Leuten auf die Hauswand projiziere, ganz groß. Und das ist aber bisher leider nicht möglich gewesen, weil ich keinen Projektor hatte, der irgendwie günstig war und der auch groß genug war, damit er das schaffen kann. Eines hat sie schon jetzt geschafft, den Menschen hinter den Namen und Zahlen Gesichter zu geben.